Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, Sie liegen in einem abgedunkelten, stillen Zimmer rund um die Uhr. Gespräche, Lesen, Musik hören, das sind Anstrengungen, die Sie nur ganz kurz ertragen. Danach müssen Sie ausruhen, können aber nicht schlafen. Alles tut weh. Es gibt kein einziges zugelassenes Medikament und nur wenige Fachleute, und die sind komplett ausgelastet. Man sagt Ihnen, Sie sollen sich einfach mehr anstrengen. Aber wenn Sie das tun, geht es Ihnen dramatisch schlechter. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Realität im Leben vieler Menschen mit Long-Covid oder MECFS. Und da wundern Sie sich, dass manche von Ihnen glauben, wir hier hätten Sie vergessen und aufgegeben? Minister Lauterbach hat viele Versprechungen gemacht und nur wenig umgesetzt. Er bleibt ein Ankündigungsminister, obwohl wir einen Durchsetzungsminister brauchen würden. Und diese drei Dinge müsste er mindestens durchsetzen, um den Betroffenen Hoffnung zu geben. Erstens, genug Geld für Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und anderen Therapien, egal was der Finanzminister sagt. Es ist auf jeden Fall billiger, in die Gesundung dieser Menschen zu investieren, als sie weiter leiden zu lassen. Zweitens, gut ausgestattete interdisziplinäre Kompetenzzentren wie Long-Covid und MECFS, das haben Sie ja auch versprochen, die Betroffenen unterstützen und behandeln können und auch genug Kapazitäten haben. Und drittens, Schluss mit der Psychologisierung. Die Menschen sind nicht körperlich krank. Sie stellen sich nicht an. Das geht auch nicht weg durch Psychotherapie, auch wenn Psychotherapie helfen kann, die Krankheitsfolgen zu bewältigen. Wir brauchen jetzt überall im Gesundheitswesen, bei Pflegediensten, bei Sozialämtern, bei Krankenkassen, Jobcentern und bei der Rentenversicherung Leute, die darüber Bescheid wissen und Hilfe leisten, anstatt Druck und Zwang auszuüben. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird sich DIE LINKE weiter einsetzen, nicht nur am Long-Covid-Awareness-Day.